Im Zuge der Serie Dialekte in Vorarlberg ist Voll heute zu Gast in Bludenz und trifft Leonie Neier, die sich mit dem Bludenzer Dialekt in verschiedenen Veröffentlichungen auseinandergesetzt hat. Frau Neier, was ist das Besondere am Bludenzer Dialekt und was unterscheidet ihn von anderen Dialekten? Das Besondere am Bludenzer Dialekt ist, dass er noch Reste von der rätoromanischen Sprache beinhaltet. Im rein alemannischen Raum und auch unter Götzes findet man das nicht, im Montafon noch mehr. Und das sind diese Wörter, die mit dem Tsch laut sind. Ein Tschoppen, ein Tschoker, ein Tschupper oder ein Letschmacher. Das ist die Besonderheit. Aber erkennen kann man die Bludenzer natürlich im ganzen Land durch die Selbstlautverschiebung zum A. Also Alha, Ahne, Kane, anstatt allein keine. Das ist unsere Art, die Mundart auszusprechen, eben in dem breiten A. Sie haben gerade einige Begriffe schon genannt. Können Sie vielleicht noch mal so ganz spezifische Bludenzer Begriffe nennen und dann auch erklären, was sie im Schriftdeutschen zu bedeuten haben? Da bin ich nicht ganz sicher, weil ich glaube, das sind Bludenzer Ausdrücke. Und dann höre ich wieder im Unterland, das kennen wir auch. Aber ich könnte mir vorstellen, das kraglet voller als Beispiel, kraglet voller, also übervoll, dass das vielleicht im Unterland nicht so bekannt ist, ich weiß es nicht. Oder ein Gramper für ein altes Pferd oder ein Zockler für eine Quaste, ein Hampfler, eine Handvoll. Das könnte man vorstellen, dass das so ein bisschen im beschränkteren Raum bei uns ist, aber ich bin nicht ganz sicher. Ganz sicher bin ich nur, weil zum Beispiel fällt mir spontan an, ein Gmetsch und ein Verzall. Und wenn ich eine Lesung habe, irgendwo im alemannischen Raum, dann verstehen sie ein Verzall. Das ist ein langatmiges, uninteressantes Gespräch, Gerede. Und wenn ich sage, und das andere ist ein Gmetsch, dann wissen sie nicht, weil das ist wieder vom Rätoromanischen. Und da unterscheidet, im Prinzip könnte man sagen, es ist dasselbe, aber die Mundart unterscheidet da nämlich ganz subtil. Sie haben gerade gesagt, wenn den Bewohnern oder den Einwohnern Wörter gefehlt haben, dann haben sie sich welche ausgedacht. Also sprich, die Mundart unterliegt ja eigentlich dann auch einem stetigen Wandel. Wie würden Sie das beurteilen? Wandelt sich die Mundart, vor allem in den letzten Jahrzehnten? Genauso wie die Lebensweise hat auch die Sprache schlechthin, Mundart und die andere, einen ständigen Wandel. Und diese Veränderungen, die waren natürlich in den vergangenen 60 bis 80 Jahren so rasant, wie sie früher nie waren. Das muss man also einfach, muss einem bewusst sein. Wenn man Bücher schreibt dann, und möchte, dass die Leute die verstehen, dann muss man eine Grenze ziehen, hinter der man keine Wörter mehr nimmt, weil sonst überhaupt auch die vorletzte Generation nicht mehr weiß, von was der redet. Sie haben gerade gesagt, es soll nicht ganz vergessen werden und Sie haben deswegen auch Bücher geschrieben und auch Gedichte aufgeschrieben und Sie haben einen kleinen Text vorbereitet. Können Sie den uns mal kurz zum Besten geben? Uns Oberländern wird nachgesagt, dass wir ein bisschen wortkarger sind als die Unterländer. Und ich bin der Ansicht, dass das auch stimmt. Nur darf man nicht vergessen, also ich war in keinem Land noch, wo die Bevölkerung in der Nähe von Bergen oder in engen Tälern nicht eine andere Mentalität hatte als die Flachländer. Und dass wir wortkarger und verschlossener sind, das ist ganz bestimmt wahr. Weil die Unterländer, die sind fröhlicher. Und unsere Mentalität da oben, ich habe immer ein Gedicht beschrieben, übertrieben natürlich, wie die Schreiberlinge machen, aber es soll das aussagen. Und das lese ich jetzt vor. Ein guter Rat. Männer reden im Büro übers Eheleben, Frau und so, und dass es halt oft schwierig sei, so zu leben, dass man Frieden hat. Anseht, ich gebe dir jetzt einen Rat, wie es in der Ehe besser geht. Ich sag dir jetzt, um was sich's dreht. Frauen brauchen Zärtlichkeit,
Kummi haben geht's nie verdroß, weil ich gebe ihr gleich einen Kuss, mach Komplimente, das ist wichtig, sag, dass sie schön sei, brav und tüchtig, bin recht lieb und frei zu ihrer. Glaub mir's, so muss es probieren. Dieser denkt, wenn der Sachen nützen, kann man's ja so machen. Er kommt heim, rief kaum im Haus, grüß die Wible, schöner Gestoß, kochen durch, es ist ein Gedicht, und drückt er einen Kuss ins Gesicht. Sie wird ab, du sollst dich immer, heute kommt wieder Gera als Zimmer, Wäschmaschine tut man nicht, das Maike hat am Pfeifer geht, ich hab fürchtig das Rückenweh, der Klinsch mal lässt mit der Zeh, Katz ist in ein Auto gelaufen, und jetzt kommst du zum Mittag schon besoffen.